Das ist ja mal eine leckere Kreation und man kann lesen, Glühbier. Glühbier? Fragezeichen. Willi, was ist das? Glühbier, ja. Pass auf, wir hatten mal die Idee, Glühbier auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen, haben etliche ausprobiert. Die gab es ja schon am Markt. Die Belgier haben viele Glühbiere gemacht, die Holländer haben sowas schon mal gemacht. Hat uns aber allen nicht geschmeckt, diese ganzen Biersorten. Und da haben wir uns eine Brauerei gesucht, eine Privatbrauerei in Detmold. Das sind zwei junge Frauen, die heißen Strate, das sind die Strate Sisters. Und die haben mit uns zusammen dieses Glühbier kreiert, bis es uns so geschmeckt hatte, wie wir es gerne haben wollten. Ja, aber was ist das, Bier? Das ist ein Glühwein auf Bierbasis gebraut. So, und so musst du ihn jetzt mal probieren und dir mal deine Meinung abgeben. Claudia, dann mal zu. Sieht ja lecker aus, Claudia, aber wohl ein bisschen... Du hast gesagt, es soll so schmecken, wie ihr das haben wolltet. Wie sollte es denn sein? Nicht zu süß vor allen Dingen. Weil die belgischen Glühbiersorten waren uns alle viel zu süß. Und das Süße hat eben den Geschmack erschlagen. Und wir haben es eben so gemacht, wie es jetzt. Das ist unser Geschmack, so wollten wir es haben und das ist unser Glühbier. Na. Claudia, hau rein. Erst nochmal mit der Nase kurz gefühlsmäßig abtasten quasi, wie schmeckt. Und dann der Eindruck? Nicht so süß, das auf jeden Fall. Aber schmeckt auch nicht richtig nach Bier, sondern so ein bisschen eben auch nach Glühwein. Also eine Mischung daraus. Ja, so ein bisschen im Abgang hast du doch den Biergeschmack dabei, ne? So einen leichten Biergeschmack. Es ist ja eben halt auch ein Glühbier, was eben mehr Glühwein mit einer leichten Biernote sein soll. Und eben nicht so süß, das war uns ganz wichtig. Und auch wesentlich leichter als Glühwein, oder? Viel leichter, ja, genau. Also auch eher für die Dame. Genau, darum haben wir auch ein etwas größeres Gebinde. Die Gläser sind etwas größer, die machen wir 0,25, weil man kann da auch ganz mehr von trinken. Ja, schmeckt. Nicht so süß, nicht ganz so weihnachtlich. Wir haben natürlich auch viele, die sagen, Mensch, hau mal ein bisschen rum rein. Die gibt es auch, wie ein Eisbrecher machen manche Gäste sich das. Was aber wir immer gerne anbieten, ist das Glühbier mit einem Schuss Schlehenfeuer. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Was ist Schlehenfeuer? Moment. Jetzt sind wir aber gespannt, während Claudia nach wie vor testet. So, einmal ein bisschen Schlehenfeuer. Auch ein schöner Likör, den wir dazu kippen. Einfach mal probieren. So, bitteschön. Claudia schnuppert im ersten Moment. Und dann nimmt sie den Schluck und... Das macht es ein bisschen stärker und ein bisschen fruchtiger. Ja, ist ja auch eine Wildfrucht, Wildfruchtlikör, ne? Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen für Leute, die nicht ganz so süß, nicht ganz so weihnachtlich und es nicht ganz so stark mögen. Richtig. Wir danken dir, Willi. Super.